Jesus sagt, behaltet euren Fokus, wie der Kapitän eines Schiffes auf dem Ozean. 22. Januar 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ich liebe die Art und Weise, wie ihr euch auf meine Botschaften eingestimmt habt, Herzbewohner. Ich bin so erfreut über euren Fokus und euren Gehorsam. Seid euch bewusst, dass es in den nächsten Wochen viele Versuche geben wird, euch abzulenken. Der Feind plant Wellen von Entmutigungen und Ablenkungen. Die Entmutigung kommt zuerst und verleitet euch dazu, Ablenkungen zu suchen. Fallt nicht auf seine Machenschaften herein, sondern bleibt sicher in dem, was ich euch gegeben habe. Nicht nur eure Gebetszeiten, sondern auch die Botschaften. Bleibt fokussiert wie der Kapitän eines großen Schiffes auf dem Ozean. Ein Grad Abweichung kann zum falschen Ziel führen. Ihr seid alle große Schiffe, beladen mit Schätzen, Gewürzen, Gold und Silber, Parfüm und Edelsteinen aus der Ferne. Aber ihr alle seid auch im Visier von Piraten des Bösen, die euch die Schätze, die ich euch gegeben habe, stehlen wollen. Deshalb müsst ihr den Kurs halten und wachsam sein. Es wird weitere Versuche geben, diesen Kanal zu diskreditieren und euch dazu zu bringen, die Gefäße, die euch von ganzem Herzen gedient haben, im Stich zu lassen. Fahrt fort, sie zu ehren, zu schützen und zu unterstützen. Denn ihr wisst, dass sie genauso verletzlich sind wie der Rest von euch und dass die Teufel auch sie berauben wollen. Ihr wurdet gut gelehrt, euch nicht in Streitereien und nutzlose Auseinandersetzungen zu verwickeln. Selbst ein einziger Schritt, ein einziger Satz, der zu Tratsch führt, ist gefährlich für eure Seelen. Bitte, meidet weiterhin alle Formen von Klatsch und Verunglimpfung meiner Diener. Nicht nur Claire, Ezekiel und Carol, sondern auch andere treue Diener, die euch auf diese Zeit vorbereitet haben. Das Ziel des Feindes ist es, zu spalten und zu erobern. Er provoziert Streitigkeiten und Kontroversen, um andere dazu zu bringen, Partei für eine Seite zu ergreifen, damit euch letztendlich die Nahrung, die ich euch gegeben habe und weiterhin geben werde, weggenommen werden kann. Seid euch bewusst, dass der Feind Angriffe gegen euch und andere treue Gefäße plant. Gesegnet ist der Diener, der hört und gehorcht. Bitte, auch wenn es noch so verlockend ist, verurteilt andere Diener oder Menschen, die diesen Kanal angreifen, nicht. Betet lieber für sie und ich werde ihnen die Waffen aus den Händen nehmen und sie unwirksam machen. Eure größte Sicherheit ist die Heiligkeit und indem ihr ablehnt, andere zu richten. Viele haben viele Meinungen und leider ist vieles von dem, was vorgeschlagen wird, Meinung und kommt nicht von mir. Erinnert euch also an die Prüfmechanismen und wenn ihr euren Frieden verliert, seid wachsam. Das ist die erste Angriffstaktik des Feindes. Wenn ihr weiterhin jenen zuhört, die von anderen entziehen, ist das wirklich ein Leck in eurem Gefäß. Die Gnaden strömen durch jenes Leck und gehen wegen dieses schweren Fehlers verloren. Richten ist meine Sache und eure sicherste Haltung ist, diese Gifte zu meiden und an dem festzuhalten, was rechtschaffen und gut ist und sogar euren Feinden Barmherzigkeit zu erweisen. Aber ihr sollt ihr Gift nicht einnehmen. Meine Bräute, ihr seid umwerfend schön und der Feind hasst es, wenn man euch nur erwähnt.
Deshalb führt er einen Krieg gegen diesen Kanal. Er kann es nicht ertragen, die Schönheit der Nächstenliebe, der Geduld und der Fürsorge zu sehen. Dafür hasst er euch. Auf anderen Kanälen ist es ihm gelungen, Spaltung, Zwietracht und Verleumdung zu verursachen. Aber hier hat er kläglich versagt. Deshalb werdet ihr zur Zielscheibe. Eure Wachsamkeit und euer Gehorsam werden euch in meinem Frieden bewahren.